Ich habe gestern eigentlich ganz entspannt das wahrscheinlich beste Spiel des bisherigen Jahres 2022 geguckt. Ganz entspannt ist gelogen, weil ich habe jetzt gegen beide Mannschaften nicht unbedingt eine Antipathie, aber ich bin doch schon sehr, sehr stark für Real Madrid gewesen. Und trotzdem konnte ich mich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, auch wenn das Spiel wirklich extrem gut und unterhaltsam war, schlicht weil so viel um 96 passiert ist. Leitl, Kunze, Bezuschkov, Nielsen, mehr in diesem Video. Bin weiterhin sprachlos. Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Erstmal ganz wichtig, eure Meinung immer gerne in die Kommentare schreiben, Daumen nach oben da lassen, gerne den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und mir auf Instagram folgen. Ich habe auch da schon ein bisschen was dazu gesagt, was ich jetzt hier sagen werde, aber ihr wolltet trotzdem, es wird schon wieder mehrfach nachgefragt, ein Video haben, deswegen kommt jetzt auch eins. Ich habe nicht damit gerechnet, so schnell wieder eins machen zu machen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nachdem ich ja gestern erst über Dabrowski gesprochen habe und das Spiel gegen Paderborn und dann auch gesagt habe, ich persönlich würde Dabrowski nicht zwingend auf die Straße setzen, weil ich viel von ihm halte, er kennt die Strukturen etc. etc. Es gab, wie gesagt, die Diskussion sowieso schon und auch den inneren Konflikt bei mir. Ja, ist er wirklich aber derjenige, der die Mannschaft nach vorne bringen wird oder ist das in erster Linie eine emotionale Sicht der Dinge? Natürlich ist es eine emotionale Sicht der Dinge, es geht ja schließlich um mich, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch objektiv betrachtet nicht klar, ob er derjenige wäre, der die Mannschaft nach vorne bringen könnte. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Jetzt war gestern offensichtlich ein Treffen in Hannover mit Stefan Leitl. Das hat stattgefunden in der HDI Arena, soweit ich das mitbekommen habe, beziehungsweise in der Geschäftsstelle. Und das ist auch wichtig, dass es jetzt stattgefunden hat, weil wir haben den 27.04., gestern den 26. Und die Klausel in Stefan Leitls Vertrag gilt wohl nur bis zum 30.04. Die müsste also rechtzeitig gezogen werden. Es ist jetzt von der Ablöse die Rede von circa 500.000 Euro. Erst waren 1 Million im Raum, jetzt 500.000, was natürlich gut ist, weil es nur die Hälfte ist. Es werden Batzen Geld, aber es würde auf jeden Fall zu dem passen, was angekündigt wurde, und zwar, dass Martin die Schatulle öffnet und dass wir so ein bisschen mehr Geld diesen Sommer zur Verfügung haben. Nicht nur was den Spieleretat angeht, sondern auch was die Ablösesummen nicht nur für Spieler, sondern auch offensichtlich auch für Trainer angeht. Das wurde ja angekündigt, wir werden wieder Geld ausgeben können und da sieht man daran relativ eindeutig, weil ich glaube, letztes Jahr wäre das, obwohl wir Marvin Ducksch verkauft haben für 3,5 Millionen nach Bremen. Und aktuell sieht es ja auch so aus, als ob sich die Ablösesumme nochmal erhöhen würde durch den Aufstieg, den sie sportlich wahrscheinlich erfüllen werden oder erreichen werden. Da wäre das trotzdem nicht denkbar gewesen. Und jetzt geht es offenbar. Und das sieht man genau daran. Es gibt aber vor allem einen Mann, der, und der heißt auch zufälligerweise Mann, der extrem dazu beiträgt, dass das Ganze hier momentan wirklich sehr hoffnungsvoll wirkt. Und dass selbst die negativsten Stimmen, die es gibt, relativ positiv sind. Oder zumindest mal nicht komplett negativ. Denn sowohl die Verpflichtung potenziell, es ist wohl, also erstmal, es ist relativ offiziell. Der Kicker hat bereits darüber berichtet, Sky hat in der Talkrunde darüber berichtet. Da war es, oh Gott, wie heißt denn der Mann nochmal? Ich weiß es nicht, Ricardo Basil, heißt der Basil? Irgendwie sowas. Der hat auf jeden Fall darüber berichtet, in der Talkshow selber noch, was ziemlich interessant war, weil 96 normalerweise nicht so ein großer Themenkomplex ist, aber führt schon, weil die spielen in der Bundesliga. Die einzigen, die eigentlich gesagt haben, wir sind noch nicht sicher, sind die lokalen Leute hier. Jonas Semkus zum Beispiel von der Neuen Presse, beziehungsweise generell die ganzen Journalisten hier aus Hannover. Normalerweise sind die immer relativ schnell und relativ gut informiert. Ich vertraue aber ehrlich gesagt auch da so ein bisschen auf die Information von Sky und Kicker, weil die sind schon ziemlich valide Quellen, muss man ja an der Stelle auch immer mal sagen. Dass jetzt nicht Fabrizio Romano das verläuten wird oder verlautbaren wird, ist auch klar. Es ist noch früh am Morgen. Es tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen vor mich hinstottere. Ist auch logisch, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es schon sehr valide ist, wenn die das sagen. Völlig irrelevant, was die lokale Presse dazu sagt. Und es scheint, wie gesagt, jetzt so, als ob das wirklich durchgehen würde. Es wäre ein Top-Transfer auf der Trainerposition. Es wäre wahrscheinlich die beste Option, die wir bekommen könnten. Leitl hat jetzt Bundesliga-Erfahrung, war bei mehreren Vereinen im Gespräch. Es hat eigentlich nicht danach ausgesehen, dass 96 eine realistische Chance haben würde, ihn zu verpflichten, einfach aufgrund des Interesses von anderen Vereinen. Er begibt sich nach Hannover als Aufstiegstrainer von Greuther Fürth, wo er es mit einem unterdurchschnittlich nicht, aber mit einem mehr als durchschnittlichen Kader geschafft hat, aufzusteigen und sich auch in der Bundesliga zumindest mal nicht komplett bodenlos präsentiert hat. Zugegebenermaßen, gerade am Anfang der Saison sah das schon ziemlich schlecht aus über weite Strecken, aber gerade seit dem ersten Sieg gegen Union war das wirklich in Ordnung. Muss man so sagen. Klar sind sie jetzt am Ende sang- und klanglos abgestiegen, aber nichtsdestotrotz kann man diese Leistung respektieren, insbesondere wenn man sich den Kader anschaut und sieht, dass da eigentlich quasi eine Resterampe zur Verfügung stand nur.
Das ist ja jetzt nicht irgendwie die große Bundesliga-Qualität. Da gibt es vereinzelte Spieler, die Bundesliga-Qualität sicherlich haben. Zum Beispiel potenziell ein Nick Viergever, potenziell ein Jetro Willems, potenziell ein Branimir Rigotta. Aber ansonsten ist es jetzt keine Truppe, bei der du sagst, boah, die werden jetzt hier definitiv so wie Union aufsteigen und sofort mit um Europa spielen, beziehungsweise sich in der Bundesliga etablieren. Das hätte man ja jetzt bei Bochum nicht erwartet, bei Fürth noch weniger. Von daher am Abstieg hat er sicherlich als Trainer auch seinen Anteil dran, aber da würde ich ihm jetzt keine große Schuld geben, weil das war offensichtlich ein Abenteuerausflug für Fürth und das war von Anfang an relativ klar. Jetzt kommt er wohl nach Hannover und er hat offensichtlich noch den Plan, jemanden mitzubringen, aber dazu gleich mehr. Erstmal, wenn das wirklich stimmt und davon ist auszugehen zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist das in meinen Augen wieder ein unfassbarer Beweis von Markus Manns Kompetenz. Das wäre wieder ein Transfer, den also die Reaktion auf Twitter gestern waren relativ eindeutig, kein Mensch hätte das erwartet, dass 96 so ein Coup landet. Ob das am Ende wirklich klappt, werden schon viele Trainer, ist die andere Frage. Aber nominell erstmal und rein objektiv betrachtet, kriegst du wahrscheinlich keinen besseren Trainer, der mehr aufbauen kann und der in Kombination mit Markus Mann mehr, auch das Twitter-Terminologie, der mehr kochen kann als Stefan Leitl. Von daher bin ich damit relativ zufrieden. Nee, ich bin sehr zufrieden, was erzähle ich? Ich bin nicht relativ zufrieden, ich bin sehr zufrieden, wenn das Ganze stimmt. Klar, ich hätte Dabrowski auch gerne die Chance gegeben, aber nichtsdestotrotz, Leitl, toller Trainer, sympathischer Typ, kann auf Dauer was aufbauen und gerade wenn man eine Ablöse für ihn zahlt, ist es glaube ich nochmal wahrscheinlicher, dass man wirklich auch langfristig mit ihm plant und die Mannschaft um ihn herum baut oder nach seinen Wünschen baut und dass er nicht reingesetzt wird und dann wird geguckt, was er mit der Mannschaft macht und im Zweifel wird er entlassen, so wie alle anderen 96 Trainer, sondern da soll wahrscheinlich langfristig was mit ihm geplant werden. Das sind alles Faktoren, die ich sehr positiv sehe. Natürlich, so eine Ablöse birgt auch Risiken, siehe Gladbach, die trennen sich wahrscheinlich nur nicht von Adi Hütter, weil sie 7 Millionen gezahlt haben. Bittere Pille. Bei uns sind es keine 7 Millionen, aber es ist trotzdem eine ordentliche Summe für einen Zweitligisten in der aktuellen sportlichen Lage von Hannover 96. Ich sehe aber ehrlich gesagt bei Leitl auch nicht das Risiko wie bei Hütter, weil die Ansprüche in Hannover mittlerweile so niedrig sind. Es wird gefühlt darüber geredet, dass wir absteigen. Wir steigen übrigens nicht ab. Und es wird gefühlt darüber geredet, dass wir nächste Saison auch im Abstiegskampf sind. Werden wir auch nicht sein, meiner Meinung nach. Das war ein Freak-Accident diese Saison. Letzte Saison war schon schlecht. Diese Saison ist noch schlechter, aber jetzt ist auch Feierabend. Bin ich 100% sicher. 100%, weil jetzt kann niemand mehr die Augen davor verschließen, auch Martin Kind nicht. Von daher, ich bin da ziemlich positiv gestimmt, dass wir nächste Saison sportlich uns deutlich steigern werden und er könnte definitiv seinen Beitrag dazu leisten. Ob das wirklich passiert, ist die Frage, weil ich lag bei sowas auch schon falsch. Trotzdem besteht zumindest mal die Hoffnung, dass ich nicht falsch liege und dass auch vor allem Markus Mann nicht falsch liegt, zumal der ja bereits sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat und in Hannover regelrecht, ja, vergöttert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sehr lobgepriesen wird, was auch völlig zu Recht so ist, weil er wirklich einen tollen Job ausübt und ich glaube, das tut ja auch mit dieser Verpflichtung von Stefan Leitl, wenn das Ganze denn durchgeht. Und wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, weil eigentlich sind Sky und auch Kicker valide Quellen, was das angeht, zumindest wenn es schon so konkret ist. Jetzt kommen wir aber zu dem, was zusätzlich noch kam, weil das war nicht die einzige Meldung. Wenn es um 96 irgendwas gibt, das mich aus der Ruhe bringt, dann muss schon ein bisschen mehr passieren als einfach nur News über einen Trainer. Nein, es gab auch noch Transfergerüchte und zwar mehrere. Erstmal, das ist ja schon die letzten Tage immer wieder so ein bisschen gerüchtet worden, Phil Neumann, das Ding ist quasi durch. Der wird kommen, das Ding ist safe eigentlich. Havard Nielsen kommt aus Fürth und soll wohl mitgebracht werden nach Hannover. An sich, Nielsen hat letzte Saison 11 Tore und 6 Vorlagen in der zweiten Liga gemacht. Also genau das, was wir brauchen, nämlich einen Stürmer. Ein guter Stürmer, ein guter Zweitligastürmer. Es gibt mit dem ein Problem, dazu komme ich gleich nochmal. Dazu Max Bezuschkow, mit dem scheint man auch sehr weit zu sein von Jahn Regensburg. Ist ja ein Name, der sehr häufig genannt wurde, der auch von mir genannt wurde, den sich sehr viele gewünscht haben. Und offensichtlich schafft Markus Mann es irgendwie, den zu überzeugen, bei all den Interessenten nach Hannover zu kommen, beziehungsweise es in Erwägung zu ziehen, nach Hannover zu kommen. Ob es am Ende wirklich passiert, ist eine andere Geschichte, aber allein, dass er es in Erwägung zieht, ist schon ziemlich krass. Auch der ist ablösefrei, so wie fast alle, über die wir bisher gesprochen haben, auch Phil Neumann, auch Havard Nielsen. Aber das ist wirklich extrem gute Arbeit einfach von Markus Mann. Das ist krass, weil Bezuschkow ist ein erfahrener Zweitligaspieler mit immer noch Potenzial, 24 Jahre alt, ablösefrei, extreme Qualitäten im Offensiv- und Defensivbereich für die zweite Liga. Super, wirklich super. Und dann kommt noch ein Name dazu, und zwar Fabian Kunze von Arminia Bielefeld. Auch der wohl ablösefrei, entsprechend, wenn Bielefeld absteigt, wird, glaube ich, nicht automatisch irgendeine Klausel gezogen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so eine Klausel gibt in seinem Vertrag. Am 30.06. läuft sein Vertrag aus. Bielefeld wird höchstwahrscheinlich zumindest mal Relegation spielen, gehe ich ganz stark von aus, und dementsprechend zweite Liga spielen. Von daher gehe ich auch realistisch davon aus, dass er es in Erwägung ziehen könnte, zu einem Zweitligisten zu gehen. Und dann auch wieder die Sache,
Da würde man nicht erwarten, dass er zum Tabellen 15. geht. Andererseits, Markus Mann macht echt extrem gute Arbeit und scheint die Leute überzeugen zu können und scheint vor allem das Projekt irgendwie richtig vorstellen zu können und eine Vision zu haben, die er mit Leitl füllt. Und so ein Sportdirektor, der eine gute Vision hat und der gute Arbeit leistet, der kann ganz schön viel bewegen. Das hat man schon bei anderen in der Vergangenheit gesehen und ich glaube, das ist auch hier wieder der Fall. Der letzte Schlüssel zum Erfolg meiner Meinung nach auf unserer Position in diesem Bereich war Jörg Schmadtke. Ja, und das hat man gesehen, wo das geendet ist. Zugegebenermaßen war der ein bisschen schwierigerer Charakter, glaube ich, als es Markus Mann ist, aber nichtsdestotrotz, ich hätte nichts dagegen, wenn das Ganze wieder da münden sollte, wovon man davon jetzt nicht ausgehen sollte, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages sind wir aktuell 15. in der zweiten Liga, wir sind immer noch in akuter Abstiegsgefahr, na, ich sag, wir steigen nicht ab, aber wir sind immer noch theoretisch in Abstiegsgefahr, könnten theoretisch noch auf den Relegationsrang kommen. Nicht zu übereuphorisch werden auf die kommende Saison bezogen und vor allem nicht auf die Zukunft, aber es sind auf jeden Fall positive Anzeichen. Fabian Kunze wäre ein Sechser von Bielefeld mit Bundesliga-Erfahrung. In der zweiten Liga im Aufstiegsjahr hat er noch nicht so extrem viel gespielt, aber auch schon Einsätze gehabt. Ist aber auch erst 23 Jahre alt, also zu dem Zeitpunkt war er 21. Erste Saison Bundesliga war okay, zweite Saison Bundesliga ist auch okay. Klar, Bielefeld steht sportlich nicht so gut da, aber das ist genau die Position, bei der ich gesagt habe, da brauchen wir jemanden. Wir brauchen einen Kämpfer, wir brauchen zwei Kämpfer, wir brauchen einen Typ Baccalords. Er ist jetzt nicht der Typ Baccalords, ich glaube, er ist sogar besser, würde ich jetzt so sagen. Er ist ein Zweikämpfer, hat 8 gelbe Karten, glaube ich, diese Saison, also ist wirklich auch ein Spieler, der gerne mal dazwischen geht und ist ein härterer Spieler, der hart im Nehmen ist, fußballerisch aber auch nicht schlecht. Eigentlich genau das, was wir auf der Position brauchen, beziehungsweise was ich mir da gewünscht habe. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, wir haben theoretisch auch Spieler im Kader. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wir nicht einen zu vollen Kader haben dürfen. Aber ganz ehrlich, wenn sich Ondua hinten anstellen muss, dann ist das so. Und wenn sich ein Ernst erstmal nach seiner Verletzung, auch wenn der ja Leitl auch kennt, was sehr schön ist, weil mit dem ist er halt zusammen aufgestiegen aus Fürth, auch wenn er dann zu 96 gegangen ist, auch wenn der sich auch erstmal wieder zurechtfinden muss, ja dann, also ich hätte auch nichts gegen eine Doppel-6 aus Kunze und Besuschkow, ganz ehrlich. Und ich bin sowieso Fan des 4-2-2-2-Systems, beziehungsweise Leitl spielt auf jeden Fall mit Doppelspitze, was schon mal schön wäre. Und wenn Ernst und Kerk vor Besuschkow und Kunze spielen würden, für mich völlig in Ordnung. Von mir aus, dann setzt halt Ondua irgendwie mit Kunze in den Zweikampf, ist ja durchaus möglich, vorne in der Spitze Maxi Bayer, bei dem immer noch realistisch ist, dass er seinen Vertrag verlängert, also seine Leihe verlängert wird. Man weiß es nicht, aber selbst wenn nicht, dann hast du da Cedric Teuchert und dazu Havard Nielsen auf dem Papier sehr, sehr gut. Problema übrigens, Oliver Hüsing, auch noch im Gespräch von Heidenheim, Innenverteidiger, ehemals Werder Bremen, gestandener Zweitliga-Verteidiger. 1:1 Ersatz für Marcel Franke. Auch sehr, sehr gut. Heidenheim-Verteidiger. Heidenheim, grundsolide Mannschaft, seit Jahren immer wieder oben mit dabei. Extrem kampfstarke Truppe, beziehungsweise diszipliniert. Unter Frank Schmidt mit einem sehr guten Trainer sehr viel erreicht für diesen kleinen Verein. Hüsing, bodenständig, super Sache. Würde mir so extrem gefallen. Als ich den Namen gestern gelesen habe, war ich sehr positiv. Das sieht alles gut aus. Was ist mein Problem mit Havard Nielsen allerdings? Gerade die Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, so in meinem Alter, also ich bin jetzt 25, die werden das damals noch vielleicht ein bisschen eher mitbekommen haben als eher jüngere Fans, auch wenn die es auch gegebenenfalls noch wissen. 2014, 2015 hat Havard Nielsen in unserer Nachbarstadt gespielt, in der verhassten Nachbarstadt, in Blau-Gelb. Und wir haben in dieser Saison ein Auswärtsspiel gehabt in dieser Stadt und haben dieses Auswärtsspiel völlig katastrophal, unter aller Sau, 0:3 verloren. Und einer der Torschützen war eben dieser Blau-Gelbe, Havard Nielsen. Das ist 8 Jahre her fast, 7 Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich so eine Red Flag. Für mich ist es eine Prinzipiensache. Ich will keine ehemaligen Braunschweiger Spieler in Hannover haben. Das ist total dumm vielleicht und das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gerade weil er nur ausgeliehen war, nur ein Jahr da gespielt hat. Für mich ist es so eine Prinzipiensache. Wenn er kommt, dann arrangiere ich mich damit. Zimbo hat auch mal bei Braunschweig gespielt, kam dann auch als Trainer, hatte ich auch kein Problem mit an sich, beziehungsweise habe ich mich mit arrangiert. Ich wusste, dass er in der Vergangenheit da war, habe es dann gekonnt ignoriert. Bei Nielsen ist es bei mir aber so präsent, als Zimbo bei Braunschweig war mir das völlig egal, das ist 2004 gewesen oder sowas. Da war Braunschweig auch völlig irrelevant, genauso wie es jetzt sind. Das sollte ich nicht zu laut sagen, also egal. Aber Nielsen hat mir persönlich ein Trauma, also war mit Schuld an einem Trauma, das ich als 96-Fan erlebt habe, und zwar diesen 0:3. Und das ist dann wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Es ist eine persönliche Sache und vielleicht können einige das nicht nachvollziehen, aber für mich ist das auf jeden Fall ein Faktor, wo ich sage, weiß ich nicht. Wenn er kommt und macht 15 Saison-Tore, ist alles in Ordnung. Wenn er nur 5 macht, dann liegt das vielleicht daran, dass er da mal gespielt hat. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine oder was mein Problem damit ist.
Er ist ablösefrei, er ist ein Spieler, der sich auch in der Bundesliga gezeigt hat und seine Qualität da gezeigt hat. Erfahrene Zweitliga-Person, Persönlichkeit, Spieler, wie auch immer. 17 Scorer letztes Jahr im Aufstiegsjahr. Da kannst du nicht Nein sagen, nur weil der mal ein Jahr in einer falschen Stadt gespielt hat. Außer du hast halt Prinzipien, wie ich sie habe. Aber ich bin Gott sei Dank auch nicht der Entscheidungsträger, weil ich wäre wahrscheinlich in der Situation der schlechtere Entscheidungsträger, weil sportlich gesehen ist das ein No-Brainer. Sportlich gesehen musst du das machen. Emotional gesehen eine schwierige Geschichte, aber ich werde mich mit ihm anfreunden können, wenn er mehr Tore für uns macht, als er gegen uns gemacht hat. Sagen wir es einfach mal so. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin auch mal gespannt, ob einige von euch das nachvollziehen können, mein Statement zu Håvard Nielsen. Ich bin ja generell immer Fan von Skandinaviern bei 96. Das macht es für mich noch schwerer, gegen ihn zu sein, aber es ist halt, also bei keinem anderen Verein wird es mich so sehr stören. Ist auch logisch, glaube ich. Naja. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare ist länger geworden als geplant, aber das ist ja meistens so, wenn ich sage, wird ein kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.